Genau, die 410 ist ins Spiel gekommen. Ich fange mal parkt an. Stadt. Mal gucken wir uns mal in Ruhe das Layout an. Es lädt. Layout. Insgesamt können wir 2400 Liter. Interessant ist natürlich Spezifikation. 57 Top Speed. 16 Grad, Indicated Stall, Flight Confirm 191 bis 224, Landing 163 bis 191. Okay, 498, okay, das ist in Ordnung. Climb Rate 11 Meter, okay, ist in Ordnung. Combat, hallo, absolut. Wenn wir die neue 410 angucken. Takeoff Speed 180, Glide Slope 210, Landing Speed 160, Landing Angle 40 Grad. Hier haben wir ja. 2300 RPM bei 1,2 ATA, okay. Oh, gestern. Gestern. Combat 2500 bei 1,3. Es ist ein bisschen anders wie bei den anderen deutschen Maschinen. Das ist normalerweise 2500 und 1,15. Okay, 2300 und 1,2 ATA. Müssen wir uns merken. Output 100 Grad. Optimal sind. Okay. Flugzeit wollte ich noch gucken. Standardtimer normalerweise bei voller Beladung so und so viel Reichweite. Alter Schwede, herzlichen Dank von dem Red. Ausrufezeichen, alter Schwede. Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch. Wir gucken uns heute nur mal kurz die 410 an, die neu ins Spiel kam. Und ich bin gerade beim, sozusagen, ich nehme sozusagen gleichzeitig mit für YouTube auf. Also wundert euch nicht, ihr dürft natürlich sofort Fragen stellen. Ich versuche zu beantworten. Ich gehe jetzt normalerweise durch. Ich gucke mir jetzt das Layout, also Loadout an. Also was kannst du mitnehmen, dann die Tarnungen und dann fliegen wir mal eine Runde. Und ihr kommt gerade zu dem Punkt, wo wir uns das Loadout angucken. Also nach hinten, die zwei Turrets sind 13 mm. Hallo Quickie Place. Einen wunderschönen Abend. Standard Loadout ist das MG17 und eine 20 mm. Die 20er sind, glaube ich, die unteren und das oben müssten die 7 mm sein. Ich kann 870er, 2250er, eine 500er und das hier mitnehmen. Was ist das? Ist das ein Fuel Tank oder ist das eine Bombe? Das Ding hat halt einen Bombenschacht, deswegen sehe ich das jetzt nicht. Ich bin ehrlich gesagt überfragt, ich weiß es nicht. Ich kann aber auch sagen, nee, ich hätte gern noch zwei weitere 20er, die sind dann, kannst du keinen Bombenload, weil die sind dann im Bombenschacht. Genau, die Kaffeemaschine hinten drin.
Dann die Variante mit dem besseren Motor und vier Wurfgranatenwerfer. Okay. Viermal das 13 mm und zwei. Okay. Dann die M, was sind die MK103? Sind 30 mm, okay. Und die 131er sind die 13er, genau. Okay. Dann die 50 mm Variante. Oder einfach den Motor mit dem Loadout oder. Das ist, glaube ich, noch ein Bug. Sobald ich Additional Armor Plates reinmache, kann ich hier nichts mehr auswählen. Wie gesagt, das Ding kam gestern raus, also wahrscheinlich noch einfach ein Bug. Gut, wir nehmen für den Start die Standardeinstellung. Camouflages. Das Default Painting. Dann haben wir das Jäger Painting. Curve Pattern, okay. Nachtjäger. Danke nochmal für den Raid, Schwede. Erste Kampfgeschwader 51. Ja, das ist Standard Painting mit halt einem Mappen vorne dran. Dann haben wir den Stab 2. Zug 26. 1126, 526, 276 mit dem roten Streifen hinten. Hallo, wo ist die 51. Kampfgruppe? Und das hier. Okay. Nonvi, einen schönen Abend. Das zu den Camouflages. Ich erwähne es kurz. Es gibt jetzt hier diese Inputs, wo man definieren kann. Ich glaube, die haben das falsch verstanden, was die Leute wollen. Ja. Nonvi, vielleicht kannst du mir die Frage beantworten. Was ist ein SB-100-410? Das ist ein Zusatztank? Ein Abwurftank? Gucken wir uns mal das Cockpit in Ruhe an. Kannst du auch nicht, ich weiß es einfach nicht. Okay, schöne Sicht nach vorne. Und nach hinten. Ist in Ordnung. Ja, das stört mich ein bisschen, dass man da hat man einen toten Punkt, wo diese Latte ist. Was haben wir hier? Ne? Ach Scheiße, jetzt ist mein Track. Ja, Moment, ich muss einmal kurz. Gashebel. Wo sind meine Flaps? Irgendwie bewegt sich da nichts. Okay. Das ist die Propellerblattstellung. Ist eine 1000 Kilogramm Bombe für die 410, okay? Ja. Und du hast, glaube ich, auch ein Periskop in der Ausführung. Das gucken wir uns nachher noch an.
Druck von Sprit, Temperatur, Wasser, Öl, Geschwindigkeit, Umdrehung pro Minute ist Atta auf seitlich, okay. Homing, Steigrate, Höhe, Dreh- und Hengst, künstlicher Horizont, Kompass, Kompass, noch eine Temperatur, wahrscheinlich die Außentemperatur, nochmal die Höhe. Das da könnte die Höhe zum Meer sein und das hier über. Mal gucken, wenn der Motor angeht. Guck. Was ist meine Spritanzeige? Ach da. Okay. Hallo Kimi, einen schönen Abend wünsche ich dir. Ist es oben auszuhalten? Dann gucken wir uns mal den Gunner an. Der hat einen Haufen Sachen, der macht, glaube ich, eigentlich den Funk, aber das ist im Spiel ja leider nicht so richtig. Es geht, okay. Ich habe es dir ja geschrieben. Bitte schön. Der macht eigentlich den Funk. Und die MGs sind ja seitlich. Jetzt bin ich mal gespannt. Kann ich mich selber treffen? Okay, da kann ich zur Seite oder dem Außensicht oder Mitte. Interessant. Mach das. Bis später vielleicht. Na, warum kann ich nicht mehr schießen? Okay. Wie gesagt, die meisten Sachen. Oder ich habe zwar einen Kompass, aber er kann ja gar nicht steuern. Nö, habe ich nicht, wusste. Das ist hauptsächlich das Funkgerät. Gut. Ich gehe mal bei einer deutschen Maschine aus. Was kann man denn einstellen? Wir können das Wasser einstellen. Wir können nur Radiator. Okay. Das ist der Engine Radiator. Ich hoffe, sie haben nicht irgendwo wieder einen Zusatz. Ja, was dachtest du denn? Ja, genau das. Baumjahr habe ich auch. Dann starten wir das Ding mal. Ne? Oder auch nicht. Ist die Engine 1 auf der Seite bei der Maschine, okay? Das ist okay. Normalerweise ist immer auf der linken Seite der Motor 1. Second Engine, ja, sag ich doch. Sind die gegenläufig? Ich habe jetzt nicht aufgepasst.
wo sind jetzt meine... Sagen, das ist tatsächlich eins. Wo bitteschön ist hier die Rollbahn? Okay. Ich gehe einfach mal davon aus, da lang. Trotzdem würde mich mal interessieren, wo meine Flaps. Seht ihr irgendwas, was sich bewegt? Also ich sehe, dass sie sich bewegen, aber... Oh, ist das komisch. Gut. Dann rollen wir mal zu... Hat das ein Spawnwheel? Es hat ein Tailwheel, okay. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die... warum hat sich das Cockpit geschlossen? Sag jetzt nicht, die haben eine Mechanik... Haben die echt die Warthammer-Mechanik kopiert? Wenn du rollst, dann geht das Cockpit zu, oder was? Wie sollst du denn da Taxi bei meinen Verfliegern? Seid ihr blöd? Ich hoffe, das kann man irgendwo ausschalten. Also bei der 410 ist es kein Problem mit dem Cockpit, aber bei einer 110 oder sowas hätte ich schon gerne die Möglichkeit zur Seite rauszugucken. Motoren sind noch kalt, das muss man vielleicht nachher mal aufstellen. Ernsthaft, wo sind... Okay. Da die Scheibe... Ne, kann man noch was mehr zu machen? Ja, jetzt macht das auch. Der hat sie tatsächlich automatisch zugemacht beim Rollen. Okay. Ja, dann. Jolo. Könntest du mal Geschwindigkeit aufnehmen?
ich war auf Landing Gear, deswegen. Deswegen meinte ich nur, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Geschwindigkeit wird das Ding nicht aufbauen. Relativ unstabil das Ding. Wo ist der Konvoi? Ich habe gerade sowieso nicht zum aus normale Bock gehört. Oh, da war der Konvoi, wir haben ihn gefunden. Da ist gerade ein Schuss vorbeigekommen. Komm, wo? Schieß noch mal, ich habe euch nicht gesehen. Ich habe doch gerade einen Schuss vorbeifliegen gesehen, oder? Egal, ich gehe einfach mal. Wisst ihr mehr? Genau, RPX hat das Ding. MGs, da sind die Indikatoren. Also Mitte ist MG, äußere MG. Okay. Oh, nein, habe ich nicht wieder geöffnet, danke. Aber wir gehen auch jetzt lang. Ne? Kann man einiges runterlassen, das ist schon mal schön. Jetzt kriegt das Ding auch Geschwindigkeit. Ja, und das ist die 0815-Variante. Sie ist ein bisschen unruhig, aber wie man gesagt hat, sie liegt sich angenehmer als die Moskito. Jetzt machen wir wieder dieses komplett unprofessionelle Landen. Wir verwenden die Airbags. Hallo, Oberst Wodka.
Ja, also Storm tut es noch nicht, wobei jetzt möchte ich nicht mehr nach oben ziehen müssen. Ja, relativ easy. Trägt sie eine Vollbremse oder macht sie einen Nasenflip? Okay. Dann gucken wir uns jetzt mal die anderen Loadouts an. Ground Targets, Artillery und Tanks. Train wäre vielleicht noch nicht schlecht. Und Motor darf für die und wir sind auf dem Runway. Haben sie. Habe ich auch verwendet gerade. Haben sie. Dieselben wie bei der Stuka. So, die Loadouts probieren wir nachher gegen die Flieger. Die Tausender mal probieren, überlegen wir mal, aber ich möchte jetzt mal die hier probieren. Ich weiß, auch die 50mm in der 410 war eigentlich eine Anti-Air. Deswegen nur High Explosive. Auch für die Lololols. Machen wir 400. Und was ihr jetzt seht, also unschwer zu erkennen ist, da ist so ein komisches Ding, was rausguckt. Frage. Wie komme ich in das Periskop? Das ist einfach Bombsite? Ja. Das ist doch ein Periskop hier, nehme ich mal an. Weiß es jemand? Oh, STG-5 mal merken. Nö. Shift T ist es auch nicht, T auch nicht. Nö. Bei der Arado ist es das Bombenvisier. Da kommst du mit V rein.
Ja, irgendwas in der Richtung. Irgendwas zum Reingucken. Das eben wie. Shift V. Ah, Shift V. Oh Gott. Oh Gott. Ein Visier, wo man sich umgucken kann, das ist nicht gut. Probieren wir es einfach mal. Ihr seht schon, das vorhin mit der langsameren Beschleunigung waren definitiv die Flaps. Was mich stört, ist, dass ich das bisher so gut wie nicht sehe. Oh, oh. Hallo Tourist, Ausrufezeichen Tourist bitte einmal, danke. Eins, zwei, Atta. Also hier. Ja. Sie haben ja mittlerweile wirklich jeden Flieger so angepasst, 60% Schub ist. Thermal Speed. Ich weiß gar nicht, ob das zwei. Das sind 7er oder. Ich glaube, die hat nur 7er, die 50mm, die uns nah waren, oder? So, wo ist der Zug? Oh, da ist der Zug. Okay. Hup, der ist durchgefallen. Zählt nicht. Das sind die 20er, okay. Treff bloß nichts. Hier war nicht ganz, was ich wollte, aber ich hab's getroffen. Wie die plötzlich davon rauscht. Also gegen Soft-Targets natürlich mit der HE-Ladung auch absolut valide.
Okay. 50 mm Variante. Aber wie gesagt, eigentlich wurde sie gegen Bomber als Jäger-Variante, glaube ich, war die 50er ursprünglich mal gedacht. Nicht zum Bodenziele angreifen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, korrigiert mich bitte, aber so habe ich es im Kopf. Das nächste Setup. Ich möchte mal die Tausender. Einfach nur, weil wir es haben. Ich nehme einfach mal weniger Sprit, weil ich sowieso weiß, dass es die Tausende dann runterzieht. Okay, dann haben wir ein normales Visier. Okay, da reicht die Startbahn, ja. Man merkt sie gar nicht, die Tausender. Könnt ihr mal Funkstille halten, bitte schön, danke. Wo ist jetzt die Stadt hin? Könnt immer ruhig sein hier. Das ist ja großer. Wo ist die Stadt von gerade oben? Da hinten? Echt? Da.
Ich will einfach mal sehen, welche Wirkung die auf. Das ist die Frage, auf was habe ich die. Oha. Seht ihr, wie das Instrumentenpanel weggeht? Das ist. Okay. Wir sind jetzt die Fabrik gebunden. Ja. Ja, schon. Boah, das ist doch bloß ein Abwurfteil, Rusty. Ich mache mal einfach 350 Meter in Luft. Komisch. Scheinbar. Das muss eine Bombe sein, weil ich habe hier, jetzt habe ich hier einen Zeitzünder, genau. Nochmal einen Kontakt. Ich schmeiße einfach mal von weiter oben. Komisch. Bombfuse on. Das ist definitiv eine Bombe. Man hört's auch.
Jetzt hat's Bumm gemacht. Okay. Keine Ahnung, warum es gerade nicht Bumm gemacht hat. Für den Tausender, ein Gebäude. Geht. Nein, nein, stopp zurück. Ach Scheiße, ich wollte was anderes machen. Ich wollte nämlich jetzt Bombe, wieso habe ich die Kamera ausgemacht? Bombe jagen. Was ja auch ein Auftrag von dem Ding war. Vier. Davon. Das Ganze läuft natürlich dann unter dem Titel Schwerer Jäger. Das hier ist eigentlich relativ langweilig. 220er. Hier haben wir 220er und 13er. Hier haben wir 420er und 213er oder die 230er und okay, wir fangen mal hier oben an. Also das hier ist ja gut, 220er zusätzlich hier. Wurfgranaten. Das sind diese deutschen Luft. Ich nehme sie mal mit. Die Luft-Luft-Raketen sind es. Ich habe auch mal gelernt, wie man mir zielt. Ich habe es auch vergessen mittlerweile. Fragt nicht. Man kann ja auch eine Range einschalten, wo eben das Ding dann explodieren soll. Ich sag mal 800 Meter. Konvergenz ist bei mir immer 150. Danke. Deswegen zeigen die auch nie. Also am Anfang war ich immer irritiert. Also wenn das der Flügel ist, warum zeigen die nicht? Also warum sind die nicht gerade, sondern so schräg nach oben? Deswegen Wurfgranate, also du schießt mit dem Bogen in die Bomberformation. In Spielen macht das meistens keinen Sinn. Wenn ihr euch überlegt, dass im Zweiten Weltkrieg das dann so 100 Flugzeugbomber waren in der Staffel, dann schmeißt du halt was rein, irgendwas wirst du schon treffen.
Okay, das ist komisch. Da muss es doch irgendeinen Key geben, oder? Aha. Wieder einen Key finden, der noch nicht belegt ist. Ach. Das war jetzt nicht, was ich erwartet habe. Switch, Vehicle Turret Side Position, Left Alt C. Das habe ich schon probiert. Turret Gun Side View, Reset Vehicle View to Gun Side, Numpad 5. Head Up. Hatte ich jetzt beim Flieger auch noch nie. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Es ist. Nee. Das ist es auch nicht. Es tut mir leid, ich habe keine Ahnung, welche Taste das sein könnte. Das hatte ich, glaube ich, schon. Ja, das ist aber noch ohne Gruppe. Da muss ich jetzt sagen, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Sicht heute. Führe Ihre Befehle aus. Wind aus nordwestlicher Richtung. An Palau. Hier ist
Ja, schon. Also ich kann schon den Tracker so machen und dann nach oben, aber das ist ja keine Lösung, um so das Spiel zu spielen. Es tut mir leid, ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Also ich kann jetzt mit dem Tracker cheaten und mich nach oben positionieren, aber wie gesagt, das sollte ja eigentlich nicht die Lösung von dem Problem sein. Total beschissener Anflug und so und bla und blub und mit dem Messier bin ich, also das ist, so. Bin zu schwer für meine Sehne. Ist das bei jedem Setup so? Da muss ich mal gucken, was das dann sein könnte. Da 16b Gunsight, 16b Gunsight, C12, 1. Das ist C12, und man kann ich das irgendwie erkennen? Okay, merken ungefähr die Position. Da ist wieder das Periskop. Bei dem 30 mm. Probieren wir das mal.
Okay. Wenn du triffst, dann macht's aber. Okay. Ja, das macht er auch. Hallo Fussel, einen wunderschönen Abend, wünsche dir, wie geht's dir? Kein Feind greift und wir greifen gleich um. Scheiß Anflug. Das Stutzflug gepiepste Ding an, das ist ja grausam. Und kann das Ding mal bitte ausgehen? Danke. Ich bin nicht im das ist Stallbahn, Entschuldigung. Oder? Nee. Du hast halt einen Anflug und dann ist gut. Die Munition ist halt, ich meine. Wir reden hier über 20er und 13er. Aber ich bin halt viel zu langsam eigentlich. Also 1 gegen 1 gegen andere Jäger. Oh, und das Gepiepse, das wird aber auch schalten können, oder? Ich bevorzuge echt das Visier, was von oben runter hängt.
Natürlich, voll vorbeigesucht. Oh Gott. Seht ihr, so muss eine 30 mm eigentlich funktionieren. Schwupps, weg. Okay. Also 1 gegen 1 würde ich nicht gehen unbedingt, wenn es nicht sein muss. Aber Bomberjagen würde schon mitgehen. Ich nehme auch an, IL-2 und so weiter werden wahrscheinlich relativ schnell weg. Das könnten wir ausprobieren. Das lässt sich ja fingieren. Jetzt wollte ich noch, also das wird die hier mit diesem Revi 16D, die, da muss ich gucken. Ich wollte das hier probieren. mm gegen Bomber. Also ich würde tippen, wenn ich treffe, gewinnt die 50 mm, aber ich möchte sehen, wie es ausschaut. Oh, der wäre tot gewesen. Also sie macht Aua. Die 50 mm macht definitiv Aua. Der Bomber kommt nicht mehr nach Hause. Müsste ich mich bloß daran erinnern, was die Tasten waren für... Motor. Settings. Game Maps. Switch engine one off. Rechts Shift 1 ist tatsächlich schon okay. Halt. Genau.
jetzt ist Engine 1 auf. Oh, das gepiepst schon wieder. Also Engine 1 ist off. Und 2 auf Folio, oder? Das scheiß Gepiepse, sorry. Was siehst du? Die eine ist auf Volllast und die andere auf Null. Was sie jagt jetzt. Das ist die, na, das ist Sturzflug. Ich überhitze jetzt einfach mal den Motor 2. No Engine selected. Das wollte ich nicht. Setting. Bindings. Wir spielen jetzt so ein bisschen rum. Also Multiplayer werde ich heute nicht mehr machen. Engine Switch. Engine Control on off. Hallo Robloxix de Bestaya. Robloxis, einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Okay, jetzt habe ich das Problem, dass... Okay, Second Engine ist damaged. Okay, jetzt sehen wir es gleich richtig. I can speak if you have any questions. I can answer. I try at least. At the moment we try if you can fly the 410 with one motor. Sorry, I don't understand the question. What rewards do you mean? Also, du kannst schon nach Hause kommen. Na, ich verliere die Geschwindigkeit. Vielleicht müssen wir die noch in Segelblattstellung. Engine 2. Kein Feather?
doch jetzt nur. Also sicherlich, wenn man irgendwie weiß, wie man die Federblattstellung einstellt, irgendwas mache ich falsch. Aber ich bin halt eigentlich keiner, der. Keine Ahnung. Ich lasse einfach mal einen Autoleveler fliegen, mal gucken. Verliert langsam Geschwindigkeit. Also vielleicht hat man Glück und kann sich zumindest noch ins eigene Lager und wenn man vielleicht weiß, wie man die Federblattstellung einstellt. Ich weiß es nicht, deswegen werden wir gleich abschneiden. Okay. Sonst noch was, was ihr sehen wollt? Ich probiere mal einen Turnfight. Wie warm oder kalt ist es denn draußen mittlerweile? 24, langsam könnte ich ein Fenster aufmachen, denken. Ich nehme das 0815 Setup. Dann nehmen wir die bessere Engine. Ach du! Oh Scheiße, war der echt in den Wolken oder was? Nee, definitiv kein Turnfighter.
Nee, da komme ich nicht hinterher. Und es gibt Piepsen die ganze Zeit. Na komm runter, verdammt nochmal. Oh! Nee, nicht wegen brauchen wir keinen Dampfhalter. Und Looping mag das Ding auch nicht, dann blickst links oder rechts weg, je nachdem wie die. Oh Gott, denkt mir eine Lenkung. Drei Monitore. Aber ich habe Tracker und hallo Ragnitor. Wenn ich streame, ist nur auf einem Monitor wieder nichts. Ne? Hat keine Geschwindigkeit drauf. Davon ein bisschen steigen dürfte das Ding nicht so an Geschwindigkeit verlieren. Aber ich bin auch tot. Das ist genau im toten Winkel. Okay. Ich mache mal kurz bei mir die Fenster auf, dabei könnt ihr euch überlegen, ob ihr noch mal was sehen wollt. Ich bin gleich wieder da.
Solle. Nee, also rein theoretisch, wenn du, das kannst du bei dem Spiel natürlich machen. Wenn ich drei gleich große Monitore hätte, dann kannst du das so machen, dass du sozusagen die Frontal, also wenn du geradeaus guckst, die Frontalansicht auf den einen Monitor und das Seitenfenster auf der Seite und der Seite auf dem Monitor hast. Da bräuchte ich zwei weitere und möchte noch einen Monitor weiter für den Stream. Ich habe hier halt einen. Lass mich nicht lügen, wie viel Zoll sind denn das? 29 Zoll? Da geht es so. Sprich, wenn ich so gucke, dann sehe ich nach hinten und ich kann auch auf die Mitte des Monitors gucken. So habe ich es im Prinzip eingestellt. So, wollt ihr noch irgendwas sehen? Auch gerne wie immer andere Flugzeuge oder andere Dinge. Weil ich bin ehrlich, das ist heute nur wegen dem Flugzeug der Stream. Ansonsten wäre es mir nicht heute zu wenig gewesen. Ich wollte bloß kurz nochmal ins Cockpit. P38 versus 410, also ich, okay, können wir auch gleich machen. Moment, machen wir es so rum eigentlich, ja. Ich bin die P38 aber noch nicht so oft geflogen, also kann durchaus sein, dass ich Fehler begehe. Da fehlt mir dann einfach die Übung. Ach, Scheiße! Irgendwas ist mit meinen Lehnen. Ich lehne mich ein bisschen an und sie rutschen runter. Komisch. Auch hier lasse ich das Standard-Setup. Muss nur kurz gucken. Den Standard. Ist der schon ausgestiegen? Okay, der ist schon ausgestiegen. Ist. Okay, Moment. Ich habe einen Motor direkt erwischt, okay. Man, this is Groundhog. In contact. Proceed with your mission. Winds from the north. Dann versuchen wir es halt nochmal. Diesmal schieße ich nicht beim Head on.
Das Problem ist, die KI-Gunner sind relativ gut. Sprich, ich kann nicht an sein Tail. Jetzt habe ich schon mal gelandet. Hat die P38 Autocalling? Okay. Habe ich seinen Gunner erwischt? Irgendwie ballert sein Gunner nicht auf mich. Kann das sein? Chance. Ich glaube, ich habe seinen Gunner erwischt. Er schießt zumindest nicht auf mich. Er ballert doch, Scheiße. Jetzt ballert er plötzlich. Hat aber lange gebraucht zum Ballern. Aber ich habe einen guten Hit, also der würde nicht mehr nach Hause gehen. Also im Online-Spiel würde ich jetzt wahrscheinlich weggehen, weil der kommt definitiv nicht mehr nach Hause und ich habe kaum noch Muni. Da steht noch, ich hätte Munition. Also in Theorie könnten wir jetzt noch Kreise fliegen. Ich behaupte, der stürzt von mir ab. Warum sagt die Gun out of Armor? Ja. Gun damit, okay.
Ja, weil ich relativ nah war und das sind halt 13 mm, wo der hinten hat als Scanner. Also definitiv im Jäger gegen Jäger unterlegen. Nein, theoretisch, wenn wir jetzt frontal aufeinander zufliegen und der kann noch ballern, dann bin ich tot. Ernsthaft? Ui, ja, meine Flügler erwischt. Da ist ein Loch hier. Die Explosion, da war nicht ich. Ja, die 410er als Close Air Support oder Bomberjäger. Oder Boom and Zoom, aber nicht im Turnfighter. Da ist die 110er stabiler. Also für Multiplayer wahrscheinlich hauptsächlich Close Air Support, weil. Da fliegen nicht so viele Bomber rum. Es sei denn, man weiß, da ist gerade eine Staffel von Peshkas oder sowas unterwegs oder IL-2 ist. Die Festbus natürlich auch weg. Noch irgendwas, das ihr sehen wollt? Die neuen Panzer sind, glaube ich, noch nicht draußen, oder? Lese zumindest nicht. Und die DDC 47 ist auch noch nicht da. Okay. Gut. Klingt komisch, ist aber so, wenn jetzt von euch keine Wünsche mehr kommen, würde ich nämlich direkt raiden. Weil. Wie gesagt, ich wollte eigentlich nur wegen dem Flugzeugchen. Und es ist heiß. Ansonsten hätte ich den Stream heute nicht angemacht. Also wollt ihr noch was sehen oder sagt ihr nö? Passt. Genau. Also wie gesagt, wäre die 410 nicht rausgekommen, hätte ich den Stream heute wahrscheinlich nicht angemacht. Nochmal die Auswahl zeigen. Moment. Also, Alliierte, I-16, LAK-3, LA-5, LA-5, MiG-3, JAK-1, 1, 7, 9, 9, 38, gerade ist mir gerade geflogen, 39, 40, 47, 51, 51, ups, oder? Hurricane, Spitfire, Tempest, Typhoon, IL-2, Mosquito, U-2VS, A-20, Peshkas. Verschiedene 109er, verschiedene 190er, die Italiener, 110er, Ente, Schuka, U-62, 410 gerade geflogen, Arode, letztes Mal geflogen, 111er, U-88 und die Tante U. Ne, den gibt's noch nicht im Spiel. Die Do 335.
Newports, but und bei den Deutschen. Ist sie allerdings, wird die auch im Multiplayer. Also Multiplayer, da fliegen zu wenig Bomber rum auf den meisten Servern. Und der Uhu ist halt wirklich ein Abfangjäger. Im wirklichsten Sinne. Das Ding setzt du nicht gegen andere Jäger ein. Da rennst du. Da rennst du. Pfeil, genau. Der Uhu, was der Uhu hat man aber auch. Hab ich, ist aber noch nichts draußen. Also, da ist aber noch nichts released. Doch, da ist released. Das sind die Bomber, glaube ich, die von dem kommen, oder? Stimmt, die 219. Stimmt. Ich glaube, hier die Handley Page 40 und die Gotha waren Flying Circus 2, oder? Ja, da steht es ja, Flying Circus 2. Oh, ich sehe schon mittlerweile mehr. Die Fokker, die. Daraus ist, glaube ich, der Storch entwickelt worden. Die Pfalz. Und die Gotha. Nipo, okay. Bad. Die Sopwith. Und wie sind das mehr Flugzeuge als bei 1, kann das sein? Ah gut. Entschuldigt, es wird mir gerade auch zu heiß. Wir können das nächste Mal ein bisschen mehr angucken. Es war, wie gesagt, hauptsächlich, dass ihr die 14 sehen könnt. Ich hoffe, ihr habt alles gesehen, was ihr sehen wolltet.